Was geht ab, meine Freunde? Shadowhunter wieder am Start. Heute in einem neuen Video. Und zwar mit Apex Legends Gameplay. Ja, meine Freunde, ich werde das Ganze hier wieder nachtun, so wie immer. Heißt so wie immer. Habe ich ja letztens jetzt nicht so oft gemacht, aber diesmal werden wir das nachtun. Weil ich drauf wieder Bock hab. Ja, da schön nochmal Werbung ballern in den Chat. So muss es. Na, Leute, so muss. Wir zocken diesmal mit Milch. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit Milch so wirklich zocke. Also, das heißt erstmal zocke, aber dass ich hier das so zeige, dass ich mit Milch zocke. 6 Kills haben wir schon mit denen. Nicht gerade die beste Leistung, aber ich habe auch immer mit Lifeline gezockt. Kein Wunder. So, das ist der Champion Squad. Nicht besonders gut. Manchmal finde ich das echt lächerlich. Manchmal ist der Champion Squad so. Ja, eine Person mit 2 Kills oder so, keine Ahnung. Aber ist halt so, weil der Champion Squad ist halt der Squad, der zuletzt Champion geworden ist. Ganz einfach. So, wir sind wie immer Jumpmaster. Und dann wieder relativ weit von der Meute weg. Wie gesagt, hat ja ihre Vorteile und Nachteile, so weiter wegzuladen. Du kannst in Ruhe looten und musst nicht unbedingt in den Fight gehen. Natürlich, okay, wenn du auf Kills aus bist, dann ist es vielleicht besser, wenn du halt da direkt am Anfang rausspringst. Kannst du schön 2, 3 Leute oder Squads vielleicht killen. Aber okay, dann bist du auch schon eigentlich gelootet, beziehungsweise gut ausgerüstet. Weil die meisten haben ja dann auch schon, keine Ahnung, Level 2, 3 Rüstung irgendwo gefunden. Natürlich hast du die und hast das. Und so musst du das alles zusammensuchen. Aber naja, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist noch ein weiterer Squad mit uns hier gelandet, soweit ich das jetzt gesehen habe. So ein bisschen mit dem am Bildrande. So. Er hat meine Ultimativbesteuerung, die wir gar nicht brauchen. So. Ohohoho! Digga, wie haben wir das denn gemacht? Das war einfach no look. Ach du Scheiße. Leute, habt ihr das gesehen? Das war no look. Ich sag's euch. Also ich wusste, dass da welche gelandet sind und so, aber einfach mal so blind die Granate reinwerfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch der Clip des Jahrtausends, ey. Ach du Scheiße. Ja, ich würde aber eher sagen, das war Skill, Leute. Ja, muss man erstmal machen. Haben wir uns schon unser First Kill hier gemacht. Da ist noch der zweite. Also müssen eigentlich noch 2 Leute jetzt da sein, weil einen haben wir ganz gedownt. Und die anderen beiden müssen ja irgendwo hier gelandet sein. Boah, aber das war schon geil, Leute. Das war schon geil, ey. Ach du Scheiße. Da haben wir richtig einen rausgehauen. Kann man mal so machen, würde ich sagen. Kann man mal so machen. Die anderen beiden sind in den Fights drin. Gucken, wir werfen einfach wieder blind eine Granate und gucken, ob wir einen treffen wieder. Ja, der Polis hat gebraucht eine gute Waffe. Viele gehen ja direkt mit so einer B2020 in den Fight. Ja, okay, kannst du machen, aber bringt dir auch nichts, wenn du dann direkt so stirbst. So, weiß ich meine. Ist halt unnötig. So, was mache ich da? Ich chille jetzt erstmal eine Runde oder was? Jo, kann man mal so machen. Oder habe ich da vielleicht einen gehört? Wer weiß. Anscheinend ja. Die Schritte werden immer lauter, selbst ich höre die jetzt hier so in der Nachbetonung. Hat er schon mal gut angefangen, Leute. Da ist er. Oh, wieder voll daneben gesprayt. Alarm, den zweiten Kill, Leute. Auch heute läuft's, heute läuft's. Ich sag's euch. Ja, so werden wir das doch sehen. Nicht schlechte Specht, würde ich mal sagen. Endlich mal geskilltes Gameplay hier auf meinem Channel. Lange schon nicht mehr gesehen, so geskillt, weiß ich, geskillt. Wir haben nur 2 Kills, ne? Aber was man sonst mal von mir sieht, da wisst ihr selber. So. Okay, da haben wir jetzt ein paar unnötige Sachen mitgenommen. Die Havoc und Flatline, ey. Als ob wir mit den beiden Waffen in den Fight gehen. Die Havoc ist ja jetzt nicht schlecht als Waffe, finde ich zumindest. Aber dafür brauchst du einfach einen Turbolader. Erst dann ist die Waffe wirklich richtig gut. Sonst braucht die halt viel zu lange, um halt, ja, auf Touren zu kommen. Und ja, okay, wenn du halt diesen goldenen Helm hast, dann hast du ja diesen Schnellangriff aktiviert. Das ist echt gut dann. Aber trotzdem, wie gesagt, die Havoc kannst du nur gebrauchen, wenn du wirklich den Turbolader hast. Dann ist er wirklich gut. Oder halt diesen Helm.
Ja. Und ich meine sogar, wenn du Helm und Turbolader hast, dann ist das richtig schnell. Also machst du nur einen Klick, dann ist instant wirklich. Sonst braucht das ja wirklich so 0,2 Millisekunden, sag ich jetzt mal, um auf Touren zu kommen. Aber trotzdem, dieser Tarbok ist immer so eine Waffe. Aber das Geile bei den Energiewaffen ist, glaube ich, ich meine es zumindest zu wissen, ja, dass die, ja, wie soll ich das sagen, keine Gravitation haben. Also wenn man ja so die normalen Kugeln sich mal ansieht auf Distanz, da verlieren die, weil heißt verlieren die an Höhe, aber die werden halt runtergezogen, die Kugeln, ne? Und bei der Energiewaffe ist es, glaube ich, so, die bleiben straight auf einer Linie. Meine ich zumindest zu wissen, weiß ich aber jetzt nicht. Ich kann auch nicht, ich glaube Bullshit, aber... Aber ich meine, die Energiewaffen bleiben immer auf einem Level. Das heißt, du kannst mit 1 Kilometer weit schießen und ja, dort herrscht halt keine Gravitation. Meine ich zumindest. Kann aber sein, dass ich mich da täusche. Aber müsste eigentlich sein. Sonst würde ich ja auch nicht verstehen, warum man so Energiewaffen einbaut. Ne? Weil, ja, keine Ahnung, schwere Munition ist so klar, okay, ist halt schwerer, damit wirst du auch ja langsamer. Ne? Auch wenn du zum Beispiel angeschossen wirst, dann wirst du einmal für 1-2 Sekunden langsamer. Und die machen halt mehr Schaden als einmal so eine leichte Munition. Dafür kannst du bei der leichten Munition mehr mitnehmen als bei der schweren Munition. Dafür macht die leichte Munition nicht so viel Schaden. Außer natürlich durch so eine R99 oder so mit erweitertem Magazin und so. Die Squad natürlich richtig krass war. Das hätte ein, wenn nicht MG, doch, nee, warte mal. Doch. Maschinen, ja, doch, MG ist halt, ne? Und die Squad halt dann ziemlich krass. Und damit kann man halt viele Kills dann machen. Oder? Warte mal, ich habe gerade gesehen, dass man mit der schweren Munition doch 80 mitnehmen kann. Okay, da habe ich doch, glaube ich, scheiß gelabert, Leute. Aber auf jeden Fall, was ich weiß, ist halt bei der schweren Munition, dass du... Ja, genau, okay, man kann 80 davon mitnehmen. Die Energiemunition war halt so komisch. Was ich aber halt, wie gesagt, weiß, ist, dass du halt beim ja, Anschießen mit schwerer Munition halt langsamer wirst. Das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, aber halt schwere Munition macht halt ein bisschen mehr Schaden halt als die leichte Munition. Und es hat, wie gesagt, wie der Dame schon sagt, schwer halt, ne? Deshalb kann ich mir nur vorstellen, dass die Energiewaffen halt ja keine Gravitation oder so haben. Das wäre das einzige Logische irgendwie. Ja, war ja ganz geskillt von uns, ey. Das war ja richtig geskillt, ey. Kann man machen, ey. So, okay. 2 Kills haben wir ja schon. Sonst sehen wir auch noch keinen. 6 Squads noch. Sind gut dabei, Leute. Sind gut dabei. Vor allem das mit Mirage. Sonst war, glaube ich, immer mein Champion-Gameplay immer mit Lifeline, soweit ich weiß. Könnte das sein, dass das zum ersten Mal hier ein Champion-Gameplay mit Mirage wird? Wer weiß. Vielleicht kriegen wir das auch. Keine Ahnung. Ah, ne. Ich habe doch, glaube ich, schon ein Gameplay mit Mirage hochgeladen. Ja, doch. Da habe ich mit meinem Bo gezockt. Könnt ihr auf meinem Kanal euch anschauen, war echt lustig, ey. Habe ich mit meinem Bo zusammengezockt, ey. Haben wir direkt Champion geballert. Das war sein erstes Champion überhaupt. Mein kleiner 7. oder 8. mittlerweile. Auf jeden Fall war es echt geil, was wir da abgeliefert haben. Boom. So, da war jetzt nur Bullshit drin. So, die anderen beiden rennen jetzt bestimmt weg, weil die Zone kommt. Boah, Leute, ey. Ich muss euch eine Story erzählen, Alter. Das war gestern Abend oder so. Also nicht, also gestern Abend für mich halt jetzt mit der Nachvertonung. Da habe ich mit meinem Bro halt wieder gezockt, ne? Und wir hatten halt so einen Teammate, der wollte nur auf Kills halt wirklich ausgehen. Und wir sind halt so eher so welche, wer wir wollen halt Champion werden und nicht Kills sammeln. Auch wenn du am Ende halt dann nur 3 Kills gemacht hast, aber ne, juckt uns nicht. Wenn du Champion bist, bist du halt Champion, so weißt du. Ich meine, das ist halt wie Champions League. Wenn du 80.000 Tore machst, aber nicht Champions League-Sieger wirst, dann ist das auch schwachsinnig, so weißt du. Weißt du, wie ich meine? So, macht keinen Sinn halt, ne? Und da hatten wir gestern einen, ne? So, okay, ich bin ja selber so, ich bleib mal in der, wenn der Ring sich zum ersten Mal schließt, bleibe ich meistens auch außerhalb der Zone, weil die halt nicht viel Schaden machen, du hast meistens Medikits dabei. Kannst eigentlich relativ immer gut Sachen looten. Aber bei der zweiten und dritten Zone ist es meistens schon kritisch. Und ab der vierten Zone würde ich schon sagen, ist das halt fast unmöglich, weil die unnormal viel Damage macht. So. Und dann waren wir halt in einen Fight verwickelt. 3 gegen 3 halt, also Squad gegen Squad. Und ja, der Ring hat sich angefangen zu schließen. Und ja, mein Bro und ich sind halt weggerannt. So, weil wir halt wussten, wie viel Schaden die jetzt mittlerweile macht, die Zone. Und wir hatten alle noch, ja, nur noch Hälfte des Lebens oder so.
Und er geht in die außerhalb der Zone zurück, will unbedingt einen Kill machen und stirbt dann und beschwert sich, was für Noobs wir sind. Nur weil wir halt nicht aus der Zone rausgehen und da denen jetzt helfen und auf einen Kill aus sind. Was voll schwachsinnig ist. Dann wären wir alle drei gestorben und dann wäre Ende gewesen und er hätte einen Kill mehr gehabt. So total dumm einfach, weißt du? So total schwachsinnig, weißt du? Wenn man Ende die Zone deckt, keine Ahnung, 30 Damage macht, dann gehe ich doch nicht mehr da raus. So, okay, vielleicht einmal für 2-3 Sekunden. Vielleicht dann einen Kill zu machen und so, aber nicht so weit, dass sie halt unnormal weit laufen muss. Vor allem, wenn du keinen Minikits oder sonst was mehr hast, ne? Also, das hat mich so aufgeregt, ne? Das war so ein Wichser einfach nur, ne? Leute, ich sag's euch. Unglaublich, ey. Der wollte wirklich nur auf, weißt du, er sagt so, ist doch voll langweilig, wenn wir da hinten erst rausspringen, weißt du, siehst du nie Gegner, erst am Ende und so. Ja, aber entweder zockst du halt auf Kills und gehst halt früh raus oder zockst auf Champion, gehst halt irgendwie spät raus, versuchst in Ruhe zu looten, ne? So, dass du halt taktisch spielst und so wie jetzt schon nur 3 Squads über sind und dann hast du da, ja, dann hast du viel, also es ist viel einfacher für dich, ne? Außer natürlich, du hast Pech und findest nur Bullshit, dann ist natürlich ein bisschen scheiße, weil die anderen haben durch die ganzen Kills dann natürlich besseren Loot, ne? Aber naja, wie gesagt, das war, Alter, ich hab mich so aufgeregt über diesen, ja, wie schon gesagt, ne? Einfach Vollidiot, ne? Das war unglaublich, Alter. Das war auch nicht mehr feierlich so. Wisst ihr, wie ich meine, Alter? Das, boah. Da hast du so richtig gedacht, Alter, so, ja. Hast 1000 Kills, ja, okay, aber wie oft wurden das Champion? 2 Mal oder so, ja. Pff, toll, super. Ja. Okay, wenn du halt mit 15 Kills oder so ein Champion wirst, dann sag ich echt, boah, Respekt und so, hast du ja verdient, ne? Aber wenn du 10 Kills gerissen hast und wurdest nur Zweiter oder Dritter, dann, pff, super, hast 10 Kills gemacht, dann bist du aber kein Champion, so, weißt du, toll, ja, pff. Hast einmal Spaß gehabt, so weißt du, aber regt sich letztendlich doch auf, weil du halt kein Champion geworden bist, so wisst ihr, wie ich meine? Weißt du, dann lieber ein bisschen Ruhe looten, nicht direkt auf 5, 6 Squads gleichzeitig ballern, ne, ein bisschen taktischer rangehen und fertig. Ja, manche Leute, ja. Die sind einfach, Alter, da fehlen mir die Worte, da fehlen mir die Worte. So, was haben wir hier so Schönes? Eine Mastiff. Die ist ja echt geil, die Waffe. Ah, ja, mit dem Turbolader. Die ist ja echt geil eigentlich, die Waffe, die Mastiff, ne? Aber die hat so einen unnormalen, krassen Rückschuss, wo ich die zum ersten Mal benutzt habe, Leute, Alter. Alter Schwede, ich direkt 30.000 Mal verzogen, ey. Ging ja gar nicht klar. Obwohl die direkt, ich meine, 150 oder 200 Damage macht, ist schon nicht schlecht. Genau wie die Krabber Kaliber 50. Oh, hier oben sehen wir jetzt erstmal keinen. Ja, 3 Squads noch. Ich denke mal jeweils mit 3 Spielern. Also noch insgesamt 9. Da wäre ganz geskillt von uns. Wir sind eigentlich alle gut ausgerüstet. Alle Stufe 3 Rüstung. Okay, ob wir jetzt alle Stufe 3 Helm haben, weiß ich nicht. Waffen gehen eigentlich auf. Okay, da sind die ersten Gegner jetzt. Da oben drauf. Ja, bin ich mal gespannt, Leute, Alter. Seht ihr, sieht man ja halt schön, wie die Munition halt so nach unten geht. Schießen wir wenigstens einmal mit Havoc, um den Vergleich zu sehen? Ich glaube nicht, ne? Nein, anscheinend nicht. So, aber es sind nur 3 Squads. Kann sein, dass wir gleich direkt auf 2 Squads treffen. Oh, da rechts kommt der 2. Squad. Jetzt wird aber spaßig, Leute. Die einen da oben, da rechts. Schlau ist es natürlich jetzt erst auf die rechts zu gehen und die anderen da fallen zu lassen. Ja, ich bin hier ganz skillt unterwegs. Okay, ballern wir einfach mal ein Schild weg. Ja, ja, Kill ist, heißt Kill ist Kill, aber Down ist Down halt. Ne? Besser als dann zu warten und der andere macht eine Wiederüberlegung. Ne? Ja, da habe ich mich glaube ich gedrückt, Leute. Das passiert mir öfters im Fight. Da will ich eigentlich G drücken, drücke aber F halt für meine Ulti. Und dann, ja, dann ist es eh zu spät. So, erstmal in Ruhe nach Looten. So muss es sein, Leute. Aber manchmal ist das echt schon ein Vorteil, mal erst dann ein bisschen zu looten und dann in eine Fight zu gehen. Manche gehen ja mal direkt in eine Fight und looten erst später, was auch eigentlich nicht verkehrt ist. Aber wenn du halt noch nicht so die geilsten Sachen hast, dann würde ich immer erst looten. Immer erst looten, Leute. Ja, wir haben auf jeden Fall genug Sachen dabei. Obwohl noch die Havoc eigentlich relativ scheiße ausgerüstet ist, noch nicht mal zum vernünftigen Schaft haben wir dafür. Okay, wir haben halt den Turbolader jetzt, aber naja. So, da oben, nee. Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir in die Offensive oder nicht? Ja, okay, wir gehen in die Offensive. Auf jeden Fall waren da gerade hier oben noch welche und es ist nur ein Squad über, Leute. Jetzt wird's spannend!
Ja, weil richtig geskillt ist, wie nennt man das nochmal? Zipline. Das liebe ich ja immer. Ja, schon wieder eine Mastiff, war das, oder? Oder die Krabbe war das. Ne, die Krabbe! Krabbe-Kaliber. So. Die Frage ist jetzt nur, wo ist der Squad? Haben die sich verpisst? Oh, da wird geschossen. Sind die oben drauf? Ja, die sind oben drauf anscheinend. Ne, da unten. Ah, gut, da verpisst er sich erstmal. Jetzt mal unten springen. Ja, da haben wir den gedownt. Ja, das ist doch richtig in die Kontenstelle. Aber egal, der ist jetzt tot. Noch ein Kill für uns. Da unten oben ist einer. Ab in die Offensive. Da wird unser Teammate gedownt, oder? Ja. Oh, wir kacken gerade ganz ab. Keine Ahnung, warum wir uns da verpissen. Wir haben noch genug Life eigentlich. Vor allem, es gibt andere in die Offensive, der dich mal zu rüsten hat. Granate geworfen. Oh, da sind wir schon hin. Oh, da hat man ein Spiel gerade einmal minimiert. Ja, nice. Ja, Leute. GG, sag ich mal. Na, du bist der Champion. Haben wir wieder hier richtig gerockt. Wo wir am Ende absolut abgekackt sind. Oh, sein erstes. Nicht schlecht, nicht schlecht, ne? 3 Kills gemacht, 355 Damage geht auf jeden Fall klar. Alle eigentlich relativ gut, alle 3 Kills. Okay, der eine 2 hat, einer hat aber mehr Schaden gemacht als der andere. So muss es sein, Leute. So muss es sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Abo nicht vergessen. Haut rein, Leute. Ciao.